Wir machen heute ein Augentraining mit dem Ideenbrett. Bevor es mit der eigentlichen Augenübung losgeht, machen wir eine Entspannungsübung für Nacken und Schulter. Und das geht ganz einfach. Wir kreisen mit den Schultern. Und in die andere Richtung. Gut. Dann lassen wir den Kopf auf die Brust sinken. Und pendeln von einer zur anderen Seite. Gut, nochmal. Mach's nochmal. Sehr schön. Dann nimmst du den Stift in deine dominante Hand und malst eine liegende 8. Die malst du jetzt mit deinem Stift nach. Versuch möglichst gut auf der Linie zu bleiben und die Bewegung möglichst flüssig zu machen. Gut. Okay, zurück zur Mitte. Dann wechselst du den Stift in die andere Hand und malst die 8 wieder nach. Wieder möglichst flüssig und möglichst genau auf der Linie. So, zurück zur Mitte. Gut. Dann nimmst du den Stift wieder in die dominante Hand, setzt ihn in der Mitte auf und schließt die Augen. Jetzt stell dir die liegende 8 vor, so wie du sie gemalt hast. Dann malst du die liegende 8 nach. Wieder möglichst genau und mit flüssigen Bewegungen. Sehr gut. Super, zurück zur Mitte. Sehr schön. Hast du gut gemacht. So, und ganz wichtig, bei jedem Augentraining sollte am Schluss eine Entspannungsübung die Trainingsreihe abschließen. Leg die Brille weg. Genau. Dann reibst du deine Hände, bis die Handflächen warm sind. Legst die Finger so übereinander. Und deckst mit den Handinnenflächen die geschlossenen Augen ab. Lass die Augen sich entspannen, sich frei bewegen. Wenn du genau hinspürst, kannst du spüren, wie die Augen ganz kleine Bewegungen machen. Damit entspannen sich die Augenmuskeln. Lass los und lass das Auge sich so bewegen, wie es möchte. Diese Übung kann man mehrmals am Tag machen, besonders wenn man viel am Computer arbeitet. Das gibt den Augen zwischendrin die Chance, die Augenmuskeln zu entspannen und der Netzhaut im Dunkeln seine Nährstoffe und Sehpurpur wieder aufzufüllen. Am besten ist die Übung, am meisten Effekt hat sie, wenn man sie mindestens 2 Minuten macht. So 2 bis 5 Minuten kann man die machen. Wenn die 2 Minuten zu Ende sind, dann lässt man die Augen noch geschlossen. Corbinia, du nimmst deine Hände langsam von den Augen bei geschlossenen Augen. Und blinzelst die Augen langsam auf. Sehr gut gemacht. Vielen Dank. Viel Spaß beim Augentraining.